Harry, bitte. Ein Herr geht zum Psychiater, sagt er, hallo, der Doktor, total schlimm mit mir, muss immer am Busen denken. Bitte, was müssen Sie? Ich muss immer am Busen denken. Sagt er, ja, Frauen sind schön und das ist ja auch wunderbar, aber warum müssen Sie immer? Ja, ganz egal, was Leute reden, ich muss immer am Busen denken. Sagt er, das kann es nicht sein, dass Sie immer, schauen Sie, ich sage jetzt zum Beispiel Burgenland. Sag er, was? Nein, du musst an den Busen denken. Sag, da müssen Sie an den Busen. Ja, da denke ich an die Brüste von meiner Frau. Total flach, bis Burgenland flach. Sagt er, ja gut. Ich meine, das war jetzt vielleicht auch ein blödes Beispiel. Aber ich sage ein anderes Beispiel. Ich sage zum Beispiel Schauspieler. Sag er, was? Wir beim Frauen. Da müssen Sie an den Busen denken. Ja, da muss ich sicher an den Busen denken. Sag er, warum müssen Sie an den Busen denken? Ja, ganz einfach. Jeder Schauspieler hat einmal einen Hänger und da muss er den Hängebusen von der Nachbarin herdrucken. Sag ich, ja gut, also mit Ihnen ist es wirklich ein bisschen schwierig. Nicht? Aber ich mache was anderes. Ich mache zum Beispiel ein technisches Beispiel. Technisch, da werden Sie sicher nicht am Busen denken. Ich sage zum Beispiel Scheibenwischer. Herdrucken. Sag ich, da müssen Sie am Busen denken. Ja. Sag ich, das müssen Sie mir aber erklären. Sag ich, Herr Doktor.